Toffees Musical als Hauptfigur würde Toffee gerne machen? Welches Musical als Hauptfigur würde Toffee gerne machen? Ich wäre gern Bösewicht. Ich würde gerne die dicke, fette Ursula aus Ariel singen oder sowas. Arme Seele in Not. Ich kann den Text leider nicht. Na, 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 na. Aber das Lied war auf jeden Fall cool. Oder hier der Dings hier von Herkules, der Hades. Oh, das könnte ich, das... Der Hades von Herkules, vom Disney-Film Herkules, den würde ich so gern mal verkörpern als Schauspieler. Wenn ich Schauspieler wäre, den würde ich so gern verkörpern. Der war so richtig schön böse. So richtig schön angezickt und böse. Aber so richtig, richtig, aber auf eine coole Art und Weise. Den fand ich gut. Den hätte ich gern verkörpert. So, ich bin gerade auf der Suche nach dem letzten Stein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde den nicht so ohne weiteres, ne? Die anderen beiden habe ich durch Glück gefunden. Vielleicht finde ich den letzten auch durch Glück. Daniel Kübelböck fand ich gut damals. You drive me crazy. Oh, tonight. Oder irgendwie so, ne? Wir hatten es letztens auch von Vanessa. Boys and girls do the cha-cha. Chicos, chicas. It's time for Fiesta. Da 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 da. Okay, wo ist das letzte Ding? Oh Gott, das Spiel hängt schon wieder, ne? Bösewichte sind sowieso immer die besten. Ich finde die Film, Serien etc. die bösen Bösewichte besser als die Helden. Ja, aber, nee, aber wirklich. Es ist halt wirklich so. Ich fand Ursula auch viel zu viel unterschätzt. Viele Leute haben gedacht, ah, Ursula, die böse, böse Frau und so. Nein. Ich finde, die war total. Die arme Frau, weißt du? Wo ist jetzt das letzte Teil, Mann? Das muss doch hier irgendwo rumfliegen. Ich bin mir sicher. Ja, hier ist das Dings da. Oh Mann, irgendwo muss das Teil sein. Das regt mich jetzt auf. Wenn ich das jetzt nicht finde, dann heul ich. Die ganze Nacht lang. Nein, da doch nicht. Hier kann ich auch nicht singen oder so, ne? Nee, das bringt nichts. Mann, das ist find's nicht. Leute, das ist doch scheiße. Das macht mir wahnsinnig. No Angels Film. No Angels ist aber auch cool gewesen, die Musik tatsächlich. Also die ging halt echt ins Ohr, ne? Die war wirklich, also es war wirklich Ohrwurm-Musik. So ein rosanes Teil, falls jemand nicht weiß, was ich suche. Ich suche eins, das so aussieht wie dieses, nur in rosa, in viereckig. Das habe ich bis jetzt nicht gefunden und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es auch nicht so schnell finden werde. Der Tag ist schon wieder fast rum. Mann. Bei dem Spiel gestern, welches ich mir auch besorgt habe, muss ich in jede Ecke gehen, auch Kühe ansprechen und vor allen Dingen den Vorspann nicht weg... Vor allen Dingen den Vorspann nicht wegdrücken. Den habe ich aber auch nicht weggedrückt. Ich habe den Vorspann nicht weggedrückt. Ich habe den schön angeguckt. Mir war das wichtig. So, warte mal. Ich gehe mal hier unten hin. Hier ist nämlich noch ein Schatztruhe. Eins Schatztruhe. Oh, ich ertrinke. Nein. Jack, hallo, guten Abend. Ich bin ertrunken. Ich bin ersoffen, Jack. Du kommst rein und ich bin ersoffen. So. Oh, mir fehlt ein Schlüssel. Mist. Mehr ist hier nicht. Auch kann hier nicht irgendwo dieses komische rosa Teil sein. Das regt mich jetzt auf. Ich will das haben. Und zwar jetzt. Da kann man rüberhüpfen. Mann. Das macht mich wahnsinnig. Alles meine Schuld. Nein.
Sarah Connor war auch coole Musik, hat auch coole Musik gemacht, tatsächlich. Jetzt mittlerweile macht sie immer so Depri-Musik. Die meiste Musik von ihr ist immer so ein bisschen Depri. Erinnert mich so ein kleines bisschen an Herbert Grönemeyer oder sowas. Aber damals hat sie tatsächlich auch ganz schmissige Musik gemacht. Also richtige Abtempo-Nummern. Und da... Das hat sie schon gut gemacht, damals. Dabei war doch Jack derjenige, der ertrinkt. Oh Gott, Jack! Fun Fact, habt ihr das gewusst? Damals, als die Szene gedreht wurde, wo sie, Jack halt eben, wo beide auf dem Ding da gelegen sind und sie gesagt hat, Jack, Jack, und halt ihm versucht hat zu wecken, wo er halt quasi gerade schon erfroren war, da hatte sie zu dem Zeitpunkt, an dem Drehtag, hatte sie Geburtstag. Oh, die Kate Winslet. Und hat tatsächlich dann immer wieder getrollt und hat dann immer wieder zu ihm gesagt, Jack, Jack, wach auf, Jack, wach auf, ich habe heute Geburtstag. So immer drüber lustig gemacht, ne, bei der ganzen Show. Und da musste er immer lachen und dann haben sie die Szene so oft versemmelt, weil sie die ganze Zeit sich drüber lustig gemacht hat. Von wie, Jack, wach auf, ich habe doch heute Geburtstag. Ist irgendwie, ja, auch Schauspieler können mal ein Späßchen machen, ne, das erkennen wir daran wieder. Sarah und Mark in Love. Ich habe die sehr geliebt. Das ist ungefähr genauso gut vom Niveau her gewesen wie damals Gülcan und Colleen ziehen aufs Land. Kennt ihr das noch? Gülcan Kamps, die damals eben, die hieß noch Gülcan, die hieß noch irgendwie anders. Jetzt heißt sie Kamps, weil sie irgendwann das Brötchen geheiratet hat. Und damals war sie mit Colleen Fernandes, waren sie Viva-Moderatorinnen oder dann halt eben Moderatorinnen für Gedöns. Und dann sind sie aufs Land gezogen, alias Paris Hilton und Nicole Richie. Die waren ja damals auch auf dem Land. The Simple Life hieß es damals. Und dann gab es eben diese Sendung, Gülcan und Colleen ziehen aufs Land, Alter. Das war ja richtig toll. Das war noch Niveau-Fernsehen. Da fragt man sich, wie die guten alten Zeiten von früher Fernsehen gewesen sind, ne? Die waren nie gut, die Zeiten damals. Die waren genauso scheiße. Das ist halt echt so. Die guten alten Zeiten hat es nie gegeben. So, die Kisten kriege ich nicht auf. Ich habe keine Schlüssel. Aber wenigstens haben wir eine kleine Höhle gefunden. Der Song von den beiden. Oh Gott. Wie ging der nochmal? Wie ging denn der Song von den beiden nochmal? Oh Gott. Nicht From Zero to Hero. Das hat sie damals gesungen. Das war der Titelsong zu diesem komischen Animationsfilm. Nee, das war noch was anderes. Oh Gott, wie... Nicht From Sarah with Love. Das war es auch nicht. Wie hieß der denn nochmal? Die Alm gab es ja später auch noch. Die gab es sogar schon viel früher. Ich glaube, die Alm war zuerst da, bevor es dieses ganz andere Gedöns gegeben hat. Ich glaube, die Alm kam kurz nach Dschungelcamp damals. Und die Burg gab es übrigens auch noch. Eben, Prinzess, meinte ich ja gerade. Die Paris Hilton und Nicole Richie-Serie hieß damals The Simple Life auf MTV. Und das wurde quasi verarscht oder halt nachgemacht von den Deutschen. Und da war halt eben Gülcan Kamps und Colleen Fernandes, die das halt einfach ins Deutsche geholt haben. Und das war genauso Grütze. Wie heißt denn das? Mann, Just One Last Dance. Genau, Andreas, genau. Just one last dance before we say goodbye. Oh Gott, das Lied ist kacke. Ohne Witz, ich habe das damals gehört, hab gedacht, nein, es ist nämlich im Ohr geblieben. Das war so ein richtiger, ekliger Ohrwurm gewesen. Und das hast du, irgendwann hat es dich so nur noch angekotzt. Ne. Oh. Wie faszinierend. Heute ist Tag der fantastischen Früchte. Ja, ich bin schon ein fantastisches Früchtchen. Ich gehe da gleich mal hin und hole mir eine Belohnung für mich selbst. War letztens auf dem Kanal, als ich das Emote geklickt hatte, was du geschickt hattest in den Chat, um zu sehen, woher der süße Emote kommt. Hä? Welcher Emote? Voll die Schnulze.
Just one last dance. Before I'm Gott, nein. Ich will nicht mehr. Nein. Bitte können wir über einen anderen Song reden. Oh, Lenja. Du meldest dich von draußen. Hast du schönes Wetter? Ich würde es dir wünschen. Und natürlich darfst du dich sehr, sehr gerne von draußen melden. Cheers. Oh, ich hab Ohrwurm. Ach, das war gar nicht hier. Ich dachte, hier kann ich was einfordern. Ach, da kann ich was einfordern. Ups. Hab ich was vertan? Hier. So. Schneegepunktete Tapete. Finde ich super. Gut. Dann müssen wir wieder in unser neues Gebiet und da erstmal wieder alles machen, was man machen muss. Nein, es liegt hier überall Schnee und es schneit. Dann bist du draußen, sei gefälligst drin und zock. So wie es andere Leute, vernünftige Leute auch machen. Was mir von damals noch im Ohr geblieben ist, ist Jamilia mit... Oh ja! Wenn ich den Anfang habe, dann weiß ich wieder. Warte mal, Jamilia Superstar, die hat immer so gemacht, ne? Wie ging das Lied nochmal? Das hat angefangen. Wie hat das angefangen? Wenn ich den Start habe, dann weiß ich es wieder. Be some kind of superstar. Cause you gotta rise on you no matter where you are. You just make me wanna play. Baby, take a look around. Ew, ew, ew. Ja. Siehst du? Wenn ich einen Anfang habe, dann kann ich den Rest auch. So bin ich. So ist der Toffi. So, bevor ich euch hier reinziehen lassen kann, muss ich natürlich erst wieder was bauen. Erst wieder Häuser. Ich mach gleich die großen, ne? Damit wir hier nicht irgendwie große Probleme kriegen, weißt du? Aha, große Probleme, hast verstanden? Große Häuser. Voll witzig. So, machen wir hier die Haussiedlung. Da, wo sie runtergucken können. Ist doch schön, oder? So mittendrin, dann können sie da runtergucken. Ist doch schön. Also, ich find's toll. Ah, und ein kleines Haus dazwischen. Das wird mega lustig, warte. Ein kleines Haus dazwischen und die zwei großen Häuser, die zerquetschen es quasi. Das finde ich super. Die Idee ist geil. Der eine Lappen, der arme eine Lappen, der dazwischen hängt. Okay. Dann machen wir da oben noch ein paar hin. So. So. Gut, das muss erstmal reichen. Ups. Nein, ich habe noch eins gesetzt. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich noch eins gesetzt. Shit. Ich habe Splatoon 2 und Mario Kart 8 Deluxe geholt, weil ich die bei meinem Vater vergaß. Und ich habe mich dann spontan dazu entschieden, kurz spazieren zu gehen. Oh, die Jugend von heute. Tatsächlich entscheiden die sich mal, ein bisschen spazieren zu gehen. Ich dachte, das ist out bei 17-Jährigen. So, willst du einziehen? Vera hat Freude an Anagrammen. Ja, ist mega spaßig. Hat zu viele Schlüssel am Schlüsselbund. Ach, das hatten wir auch schon mal. So, warte. Was ist mit dir? Wacht manchmal einfach am Strand auf. Ein einsamer Wolf. Ja gut, wenn ich einfach so am Strand aufwachen würde, dann wäre ich auch einsam. Weil dem würde ich auch nicht, auch nicht wirklich trauen, ne? So. Baue 8 einzigartige Gebäude. Okay, 8 Stück. Das wird fies. Da brauchen wir echt viel. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen was. Hier haben wir ein Gasthaus. So, das machen wir mal hier hin. So. So. Dann hätten wir ein Restaurant. Genau, die beiden gegenüber. Oh, ich mag das immer, wenn Läden sich gegenüber so... Wenn so eine Straße mit Läden, die gegenüber sind. So eine ganze Straße, wo immer Laden an Laden ist. Ich finde das voll sympathisch. Ich weiß nicht, wieso. Ich fand sowas immer schon cool. Dann ein Café. Das machen wir... Ach, warum nicht? Einfach so mal hier, so mittendrin. Hat auch Style. Dann eine Bäckerei. Die darf hier unten hin. So. Ein Tierchencenter.
Für die kleinen süßen Tierchen. Eine Taverne. So. Tierchencenter hatten wir schon. Gemischtwarenladen. Wir machen immer das gleiche, habe ich das Gefühl, ne? Gibt es ja eigentlich auch mal neue Läden? Nee, ne? Gar nicht mal so viele. Und eine Getreidemühle. So. Habe ich wieder was gebaut. Sugar Babes. Ugly war auch toll. Sugar Babes hat mich immer dieses... In the Middle hat mich immer genervt damals. I'm caught up in the middle, jumping through the rhythm. I'm calling just a little tonight. Oh, das hat mich damals genervt. Voll der Ohrwurm. So, passe dreimal... Also, 8 Gebäude dreimal anpassen. Okay, das kriegen wir auch noch hin. So. Nein. Warte mal, das große Haus, genau, da drauf. Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht anpassen? Hä? Bin ich jetzt doof? Wieso? Ach, das kann man erst anpassen, wenn es gebaut ist. Okay, dann machen wir es am nächsten Tag. Ach so, ja gut, dann machen wir es am nächsten Tag. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder looten, ne? Beziehungsweise... Nee, das Liedfragment müssen wir hier auch noch finden. Ich muss hier noch ein Liedfragment finden, Leute. Komm, das müssen wir jetzt auch noch finden. Hätte ich sowieso irgendwie gerade mehr Bock zu. Gut, das Areal hier unten haben wir noch nicht ganz genau untersucht, ne? Hm. Da drüben komme ich halt nicht hin. Da würde ich wahnsinnig gern hin. Da sind doch die, man sieht doch eindeutig, dass da irgendwas ist, aber ich komme da nicht hin. Nicht so ohne weiteres, oder? Auf die eine Seite da, wo der Windstoßgedönse da ist, da komme ich nicht hin. Wenn ich da jetzt rüber versuche rüber zu fliegen, das funktioniert nicht, oder? Ja, ich ersaufe elendig. Verdammt. Adabongi, hi. Ich glaube, ich muss später eine 2000er-Playlist auf Spotify hören. Ja, das mache ich auch immer wieder. Fergie war super Band und war super mit Band und ohne. Ja, Fergie hatte tatsächlich gute Musik drauf. Ich höre meistens nur Bo Burnham an und ich finde ihn toll. Kenne ich nicht. Oh, Push the Button war auch eklig. If you're ready for me, boy, you better push the button. Oh, das war so widerlich. Push, push the button, button, button. Push, push the button, button, button. Oh, warte mal. Kann ich das so rüber? Nee, ne? Oh Mann, es hängt! Ja, weil das Spiel gehangen hat. Verdammt. Aber Bo Burnham kenne ich nicht. Warte mal, ich versuche mal so. Nee, das geht nicht. Ich komme da nicht rüber, Mann. Ich will da rüber, aber ich krieg's nicht hin. Das ist doch scheiße. Irgendwie muss man da hinkommen. Erzähl mir nix. Hä, da ist doch eine Brücke. Hä? War die schon immer da? Ach nee, das war der Immerling, der die Brücke gebaut hat. Ach so, ja cool, Entschuldigung. Call on me. Call on me. Call on me. Call on me. Oh Gott. Müssen wir jetzt über so viele Kacklieder reden? Die kriege ich heute Nacht alle nicht mehr aus dem Kopf, Leute. Ihr kriegt es vielleicht irgendwann mal wieder weg, aber ich nicht. So, komme ich da hoch? Group Tekken. Ah, hier ist das Liedfragment-Dings, ne? Dann haben wir wenigstens gefunden, was wir gesucht haben. Group Tekken. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Oh, es ist schon wieder dicht. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Schon wieder dicht. Ach, hä? Habe ich jetzt gecheatet? War das... Ist das... darf man das? Das sah so aus, als wäre das zu. Ich glaube, ich habe gecheatet. Okay, gut. Ja. Was macht man nicht alles, um das Spiel durchzuspielen, ne?
Ja, war cheaten. Echt jetzt? Krass. Hups. Hups. Okay. Entschuldigung. Hab's aber auch so gemacht. Ja, Mann, ich wusste das ja nicht. Ich wusste das ja nicht. Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Ja, Hauptsache, wir kommen hier durch. Und ich krieg mein Liedfragment. Wobei, hier stehe ich ja jetzt auch schon vor der Wand und weiß nicht, was ich machen soll. Also von dem her. Ja, okay, da komme ich nicht weiter. Okay, alles klar. Ja, dann ist es nur halb cheaten gewesen. Dicke Klippen. Oh, ich hab dicke Klippen. Oder was? Meine Haare sehen heute komisch aus, Leute. Schlimmer als sonst, ne? Ihr könnt ruhig ehrlich sein. Aber dann hau ich euch. Wenn ihr ehrlich seid. So, gut. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es da ist. Da was ist. Die Kammer der Dürre. Aber wir müssen es auf jeden Fall erstmal hinten anstellen, weil noch kommen wir da nicht weiter. Sieht aus wie immer. Das kann ich jetzt positiv oder auch negativ auslegen, ne? Das hast du geschickt gemacht, Linja. Du bist intelligenter, als du manchmal im Chat wirkst. Siehst du? Ich kann auch raushauen. Setz einfach Wolle auf, dann sind deine Haare super. Hm, genau. Dann sind meine Haare platt. Dann sieht das aus wie so ein Helm. Eine Helmfrisur. So, was ist hier oben noch? Hier oben muss doch bestimmt auch irgendwas sein. Nicht umsonst gibt es diesen Weg. Da, eine Höhle. Okay, mal gucken, was da drin ist. Ja, und natürlich direkt wieder Candy, Leute. Mhm. Sowieso schon fast 2 Stunden rum und ihr habt keine Candy gewollt. Also von dem her. Gut, dann macht jetzt Candy weiter, warte. Ich hole sie. Ich proste euch nochmal zu. Und natürlich sind die Haare immer noch durcheinander. Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Candy. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Ich war schon lange nicht mehr da, ne? Ja. Jetzt bin ich aber da und jetzt können wir alle wieder happy sein, weil ich da bin. Ja. Ergötzt euch an meiner Schönheit. Candy ist halt eine beschäftigte Frau. Ja, nee, nicht wirklich. Es gibt auch Situationen, in denen ich den Leuten immer weiß mache, dass ich beschäftigt bin, aber dann mache ich mir die Nägel oder so, oder ich sitze einfach nur da und denke über mein Leben nach und so. Aber dann denke ich mir immer, viel zu viel Denken macht Falten. Jetzt zum Beispiel denke ich auch gerade und es macht Falten. Deswegen sollte ich einfach weniger denken, oder? Manchmal denke ich denke zu viel. Habt ihr auch das Gefühl, dass ich ein bisschen zu kopflastig bin? Das wäre schon eine interessante Sache, Leute. Könnt ihr mir das mal kurz bestätigen? Vielleicht sollte ich einfach mal die Dinge so nehmen, wie sie sind und nicht immer hinterfragen. Also wenn mich das nächste Mal einer fragt, ein Typ fragt, anquatscht und sagt, hey Candy, Bock zu poppen? Dann denke ich einfach nicht drüber nach. Ich mach's einfach. Weil, ist ja auch nicht schlimm oder so, ne? Candy, unser Superstar. Ja, ich bin gerne euer Superstar. Und meine Haare sitzen nicht. Ich will sie kennen. Ich will sie wirklich gut kennen. Ja, mach genau das. Okay. Du denkst nicht zu viel nach. Weißt du das oder glaubst du das? So, ich muss erstmal hier runter. Ich guck mal nach, was es hier so gibt, okay? Ich interagiere. Was gibt's hier denn Schönes? Oh, da hinten ist ein Bölle. Ein Bollen. Nee, es ist eine Kiste. Okay.
Eine grüne. Ich bringe sie irgendwo hin. Okay, wo bringe ich die... Wo kommt die hin? Ach, da. Candy, sag mal, welche Hautcreme verwendest du? Ich verwende gar keine Hautcreme. Also für mein Rot von den Haaren verwende ich Blut von toten Katzen. Und da ich das Blut sowieso auf die Haare kriege, kriege ich auch so ein kleines bisschen Blut auf die Haut. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch gut für den Teint. Das ist, glaube ich, echt gut für den Teint. Das hat man mir mal gesagt. So Blut generell. Aber ich will nicht mein eigenes Blut verwenden. Ich kann mich nicht stechen. Ich glaube, ich kriege das nicht hin. Kleine Lydia, oh mein Gott, hallo. Was geht? Wir reden gerade über meine schöne Haut. Genau. Und dann glaube ich tatsächlich, dass die könnte daran liegen. Geht dann nochmal da hoch. Okay, alles klar. Aber sicher bin ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach Naturschönheit. Erdwelpe, guten Abend. Okay, hier platziere ich. Ja, ich habe es geschafft, Matze. Oh mein Gott. Candy, was ist eigentlich dein persönliches Lieblingsgame? Kitty Powers Matchmaker. Da sehe ich mich drin. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn mich die Leute fragen würden, ob ich sie mit anderen Leuten zusammenbringen würde, ich glaube, ich würde das richtig toll hinkriegen. Ich glaube, ich wäre tatsächlich eine sehr, sehr gute Beraterin. Eine Liebesberaterin. Ich glaube, das könnte ich echt voll gut. Und deswegen spiele ich immer gerne Kitty Powers Matchmaker. Und die meisten Matches passen dann auch. Und wieder im perfekten Moment zugeschaltet. Tote Katze, also sowas. Also noch nie eine tote Katze gesehen. Die müsst... Also, ich sag ja nicht, dass ich die Katzen umbringe. Um meine Haare damit zu tränken. Die sind halt schon tot. Keine Ahnung. Ich... Suizidgefährdete Katzen. Oder Katzen, die... Ihr Leben schon quasi hinter sich gebracht haben. Ältere Katzen oder so. Katzen, die vielleicht den Tod verdient haben, weil sie irgendwas Böses angestellt haben. Durchaus möglich. Es müssen ja keine Katzen sein, die man, denen man das Leben wegnimmt. Die hatten ja alle eine Chance. Verstehst du? Okay, also lieber da keine Kosmetiktipps von Candy. Das hast du jetzt gesagt. Ich kann dir ja nur das sagen, was ich weiß. Und das, was bei mir funktioniert. Und wenn du die Tipps nicht annimmst, dann ist das deine eigene Schuld, oder? So, erstmal hier ein bisschen prügeln. Guck mal, die haben auch alle nicht so schöne Haut. Das ist auch alles so richtig schleimig. Guck mal, die hören sich auch alle nicht so gesund an. Also ich finde, ganz ehrlich, ich muss ja wirklich mal ein bisschen mehr auf die Ästhetik achten. Guck mal, jetzt ist der mir entfleucht. Komm jetzt her, du hässliches Viech. Ich mach dich hübsch. Ich hau dir den Schleim vom Kopf. Komm her jetzt. So. Noch mehr Schleim? Da ist noch Schleim. So. Hab ich alle? Alle erwischt? Da ist nur einer.